Am Anfang des Projektes haben wir einen Testplan festgelegt. Der entsteht im Grunde schon, also bei uns hätte der eigentlich schon im explorativen Sprint passieren müssen. Da hatten wir nur keine Zeit dafür. Und der Testplan legt ja fest, welche Sachen testen wir mit erhöhter Priorität. Das sind ja die Features, die, wenn die fehlen, beim Kunden viel Schaden verursachen. Das können auch sein, dass wir sagen, das ist im Internet Risiken ausgesetzt. Also deswegen machen wir besonders stark Security-Tests, zum Beispiel wenn wir Spielehersteller sind und Angst haben, dass uns jemand aufhackt. Und jetzt müssen wir diesen Plan ja in die Tat umsetzen. Und ein Teil dieser Umsetzung sind jetzt die Testspezifikationen. Die entstehen jetzt nach der Spezifikation, also falls wir ein Pflichtenheft oder sowas geschrieben haben, werden die Testspezifikationen danach geschrieben. Wenn wir User Stories haben, können wir die entweder an die User Stories drankleben, das ist aber schwer verfolgbar. Besser wären eigene Tickets. Da ist GitLab jetzt ein bisschen schwach, man kann da sozusagen so mit Labels arbeiten, dass wir die Testspezifikationen als GitLab-Tickets abarbeiten. Es gibt auch spezielle Werkzeuge, um Testspezifikationen zu schreiben. Das würde jetzt aber für diese Anfangsveranstaltung zu weit führen. Und so ein Testfall stellen sich vor wie so eine IKEA-Aufbauanleitung für einen Schrank. Da ist so Schritt für Doofe quasi beschrieben, was der Tester tun soll. Oder beziehungsweise ist Schritt für Schritt beschrieben, was das JUnit halt tun soll, um das System an der Test aufzurufen. Aber es ist eine Schritt für Schritt Anleitung für einen menschlichen Tester oder ein Skript für einen maschinellen Tester. Also in JUnit oder Selenium oder einem anderen entsprechenden Werkzeug. Kann auch ein ganz normales Shell-Skript übrigens sein. Also es muss jetzt nicht sein, wo jetzt explizit Testskript dran steht. Möglicherweise kommen Sie mit einfachen Bash-Skripten oder einem PowerShell-Skript auch schon recht weit. Letztendlich wollen Sie ja das System an der Test aufrufen und gucken nach, ob das System sich so verhält, wie Sie erwarten. Das heißt, letztendlich brauchen Sie einen Systemaufruf und irgendwie sowas wie ein If, der dann abfragt, ist das Ergebnis wie erwartet. Und der Testfall spezifiziert konkrete Eingaben. Also was muss der Tester eintippen? Was gibt das System, also das Testtool, was soll das reinladen in das System? Und sie sagen, wie soll das System reagieren darauf? Also was sind die Ausgabedaten, die zu erwarten sind? Oder wie reagiert das System in anderer Form? Kann ja auch einen Socket-Aufruf machen, eine andere GUI-Maske zeigen und so weiter. Und das heißt, sie brauchen immer was gebe ich rein und was ist dann das Ergebnis? Ne? Wie bei Unit-Tests, Arrange. Vorbedingungen schaffen, Act, Eingaben reinmachen, Assert, gucken, ob die Reaktion so ist, wie Sie erwarten. Arrange, Act, Assert, wie bei Unit-Tests auch. Und Sie brauchen natürlich die Daten, die Randbedingungen, die gelten sollen während des Tests. Zum Beispiel, wenn ein Nutzer was machen soll, braucht der Nutzer vielleicht gewisse Rechte im System. Dann müssen natürlich im Testfall auch die Rechte von dem agierenden Benutzer darstellen. Oder der Benutzer braucht gewisse Daten, auf die er zugreifen kann. Also müssen Sie gewisse Testdatensätze, auf deren Struktur Sie sich verlassen können, in der Datenbank drin haben. So was wie Testsummen mit irgendeinem Datensatz, da überlassen Sie zu viel der Intelligenz des Testers. Geht auch manchmal. Aber vielleicht kommen Sie an so Randfälle nur ran, wenn Sie wirklich entsprechend vorbereitete Testdaten bereitstellen. Und eventuell geben Sie noch weitere Prüfanweisungen vor. Das heißt, wo muss der Tester nochmal genau drauf schauen? Welche Sachen soll er überprüfen? Also was sind die Kriterien, Asserts, die gelten sollen, wenn der Testfall erfolgreich bestanden wurde? Also eventuell machen Sie hier nochmal genaue Prüfanweisungen. Könnte zum Beispiel sein, dass das heißt, mache den Aufruf, aber gucke mit dem Wireshark nochmal nach, ob das wirklich passiert ist. Oder mache den Aufruf und messe mit einem Zeitstoppgerät nach oder messe Memory Consumption nach oder sowas. Also es könnte durchaus sein, dass Sie noch mehr drumherum messen sollen und nicht nur den blanken Funktionstest machen. Und Sie unterscheiden konkrete und logische Testfälle. Ein logischer Testfall wäre ein Testfall, der sozusagen keine konkreten Daten vorgibt und also nur grob sagt, welche Daten zu verwenden sind. Und ein konkreter Testfall ist dann einer, der wirklich konkrete Testdaten vorsieht. Die gesamte Testspezifikation ist dann die Menge aller vorhandenen Testfälle. Das heißt, Sie versuchen, eine gewisse Überdeckung von Ihren Anforderungen mit den Testfällen hinzukriegen. Also diese Testfälle geben Ihnen eine gewisse Sicherheit und eventuell müssen Sie sozusagen zu jeder User Story einen Testfall machen. Das könnte ein Überdeckungsmaß sein. Vielleicht könnten Sie die kritischen, wenn Sie Use Cases haben, vielleicht wollen Sie jeden Pfad des Use Cases einmal durchlaufen haben. Also haben Sie so eine Art Maß für eine Vollständigkeit der Testfälle und die Testspezifikation ist die Menge aller dieser Testfälle.
Was ist die Rolle der Testspezifikation im Gesamtentwicklungsprozess, wenn Sie, also früher war es so, da haben Sie ja noch vollständige Spezifikationen geschrieben, also so 200, 300 Seiten mit Use Cases und einem Datenmodell und GUI-Entwürfen beispielsweise, sowas wie ein klassisches Pflichtenheft. Und daraus abgeleitet haben Sie dann ja den Code, haben also das System programmiert und vielleicht noch ein Architekturdokument geschrieben. Also wenn es ganz vollständig war, gab es ja noch ein DV-Konzept. Und daraus folgte dann das installierte System. Da haben Sie sozusagen so einen Pfad beschrieben, durch den die Anforderungen eigentlich durchgeflossen sind, vom Benutzerwillen über die Spezifikation hin zum installierten System. Und was Sie jetzt mit den Testfällen machen, ist Folgendes: Sie leiten jetzt aus der Spezifikation noch eine Testspezifikation ab. Also das ist sozusagen Verifikation des Systems. Also jetzt gehen Sie sozusagen zwei Pfade, einen über die Code zum installierten System und den zweiten ist über die Testspezifikation. Und was Sie jetzt machen, ist, jetzt vergleichen Sie letzten Endes das Sollverhalten in der Testspezifikation mit dem Istverhalten des installierten Systems. Also deswegen, also da haben Sie sozusagen diese zwei Pfade, die Sie dann durchlaufen. Zweiter wichtiger Punkt ist noch, was Sie manchmal wollen, nicht immer brauchen, aber manchmal wollen, ist, Sie wollen eine Anforderungsverfolgung machen können. Was haben Sie da? Sie erzeugen ja aus einer Anforderung vielleicht Oberflächenentwürfe, also dass Sie so Maskenentwürfe haben. Das habe ich hier auf der Folie mit so Screen 1 bis Use Case 46, bis Screen 2 dargestellt. Sie haben Use Cases da und aus diesen ganzen Informationen bauen Sie dann Softwarekomponenten in Java oder JavaScript oder einer anderen Sprache und Sie leiten aus der Anforderung am Anfang auch einen Test Case her. Und dann haben Sie wieder diese zwei Pfade. Und was Sie jetzt machen, ist, jetzt vergleichen Sie das Verhalten der beiden Komponenten mit dem Test Case. Und was Sie jetzt wunderschön machen können, jetzt können Sie gucken, ist sozusagen jede Anforderung einmal getestet worden, dann muss es ja zu der Anforderung einen Test Case geben. Gibt es zu jedem Testcase eine Anforderung, dann kann man sagen, hängt der Testcase in der Luft oder nicht. Und zum Zweiten können Sie sozusagen die Verfolgung machen, haben Sie den Code zu jeder Anforderung, wenn Sie verfolgen können, die Komponente gehört zu der Anforderung, können Sie gucken, ist jeder Code, der zu der Anforderung gehört, auch wirklich durch den Testcase abgedeckt worden. Das können Sie sehr weit treiben, indem Sie vielleicht die Git-Commits noch anschauen und wirklich gucken, ist jede Codezeile, die zu der Anforderung gehört. Das können Sie machen, wenn Sie wirklich mit dem Git gescheit gearbeitet haben oder mit Ihrem Subversion, dann wissen Sie ja, welcher Code zu welcher Anforderung gehört, weil Sie die Ticket-IDs in den Commits mit drin haben. Und dann können Sie wirklich gucken, ist der gesamte Code, der zu der Anforderung gehört, durch einen Test-Case abgedeckt worden. Und dann solche Sachen werden manchmal erfragt, wenn Sie zum Beispiel sicherheitskritische Sachen machen, zum Beispiel im Gesundheitssektor. Ich habe jetzt unten mal das Beispiel mit der Food and Drugs Administration aus den Vereinigten Staaten drin. So, dann schauen wir uns meine konkrete Testspezifikation an. Ich wechsle dafür mal ins GitLab. Ich versuche jetzt eine Testspezifikation mit GitLab zu schreiben. Das ist in GitLab nicht wirklich vorgesehen. Deswegen tut man sich da ein bisschen schwer, das zu machen. Andererseits ist es aber wichtig, das in GitLab zu machen, weil wir haben da die ganzen Requirements formuliert. Also wir haben da unsere User Stories drin und wir haben committen den Source Code und lassen die Build Pipeline laufen. Und es ist schon ganz nett, einfach die Verbindung zwischen diesen verschiedenen Daten zu haben. Deswegen gehen wir ins GitLab. Eine erste Möglichkeit, in GitLab Testfälle zu formulieren, wäre einfach, die Akzeptanzkriterien sind im Grunde schon Testkriterien. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel User Story formuliert. Als Peter Partner will ich mein Unternehmen registrieren können, damit ich Projekte ausschreiben kann. Und dann kann ich Ihnen Akzeptanzkriterien, sozusagen erste Prüfkriterien festlegen. Diese könnte man nutzen, zum Beispiel, wenn man einen explorativen Test macht. Man könnte auch Hinweise geben für einen explorativen Test, sowas wie ungültige Projektnamen eingeben und so weiter. Das heißt, ich könnte Testfälle direkt an der User Story formulieren. Das ist allerdings ungünstig. Also, denn Sie testen ja diese Testfälle quasi nur ein einziges Mal durch, und zwar dann am Ende des Sprints, wo Sie diese User Story umsetzen. Dann testen Sie die Sachen durch im Rahmen, um die Definition of Done beispielsweise zu erfüllen, um die Demo vorzubereiten. Und danach sind sozusagen diese Testfälle komplett vergessen. Es kann es natürlich sein, dass im Laufe der Entwicklung neue Änderungen Ihre alten Features kaputt machen. Und da müssen Sie also immer mal wieder auch die alten Funktionen durchtesten. Und dieses Know-how, was genau so testen ist, das verlieren Sie natürlich, wenn Sie es an die User Story dranpacken, weil die ist archiviert oder wie Herr Beck vorgeschlagen hat, sogar zerrissen. Also müssen wir uns da was Besseres überlegen.
Es macht Sinn, auch um nachher die Testausführung besser zu verfolgen, wenn wir dazu ein eigenes Ticket machen. Das habe ich hier schon mal versucht. Ich habe hier also Testpartner anlegen formuliert als Ticket. Und Sie sehen hier schon, ich habe das GitLab bietet hier die Möglichkeit, mit Linked Issues sozusagen die beiden Sachen zu verknüpfen. Ich habe jetzt einfach nur eine Relation gemacht, also kein, also Relates to kein, wie, dass der eine den anderen blockiert. Und ich habe jetzt meinen Testfall erstmal dem Wachstumssprint zugeordnet. So, und wie funktioniert jetzt eine Testfallbeschreibung? Sie müssen sich vorstellen, das Ganze ist jetzt erstmal gedacht für einen menschlichen Benutzer. Der muss das Ding lesen und dann wissen, was er tun soll. Jetzt ist die Frage, wie viel Informationen geben Sie dem Benutzer, der testen soll? Wie viel Freiheit lassen Sie dem? Ich habe jetzt hier meine sehr detaillierte Testfallbeschreibung dargestellt mit konkreten Testdaten. Sie können auch eine abstrakte Testfallbeschreibung machen, indem Sie einfach nur sagen, gib irgendeinen Namen beispielsweise ein und nicht gib den Namen Petra Partner ein. Also ich gehe es mal kurz durch. Also die Testfallbeschreibung hier startet mit den Vorbedingungen. Was müssen Sie tun, damit der Testfall durchführbar ist? In meinem Beispiel will sich die Petra Partner neu einloggen in unserem System. Das heißt, sie darf noch nicht im System sein. Sie macht dieses Login das erste Mal und auch ihre Firma ist in unserem System noch nicht angelegt. Das könnten mögliche Vorbedingungen sein. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie einen Test durchführen, ist es auch wichtig, dass Sie eine Testdatenbank bereitstellen, die diese Vorbedingungen mit drin hat. Oder der Tester muss manuell diese Vorbedingungen herstellen, bevor er den Test durchführen kann. Und was Sie danach machen, ist, Sie spendieren eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, was der Tester tun soll. Also in dem Fall wirklich als konkrete Testfallbeschreibung. Also ich zeige das hier mal. Gebe ein, Vorname ist Petra, Nachname Partner, Titel ist Frau Doktor, Rolle Geschäftsführerin und die E-Mail-Adresse ist Petra@Personalberatung, Example und so weiter. Und Sie geben jetzt sozusagen eine Anleitung für jemanden, der wirklich gar keine Ahnung hat von dem System. Also Sie steuern den quasi algorithmisch fern und sagen dem wirklich Schritt für Schritt, was er eingeben soll. Das führt natürlich zu sehr vielen Testfallbeschreibungen und da habe ich jetzt natürlich, da ich ja die Daten konkret vorgegeben habe, keine Varianten in den Testdaten drin. Das heißt, ich muss mir jetzt natürlich auch zum Beispiel die Plausi-Checks zum Beispiel in Eingabefelder muss ich mir auch wieder als gesonderten Testfall überlegen. Während ich bei einem explorativen Test oder bei einem etwas vageren Test natürlich sagen könnte, variiere nochmal die Namen, versuche mal einen mit einem Zeichen, drei Zeichen und so weiter und gucke nach, ob Fehlermeldungen kommen. Es hat hier ein sehr, sehr konkreter Testfall und hier wird die Schritt für Schritt beschrieben. Gib das ein, gib noch was ein, drücke den Anmelden-Knopf, prüfe dann, deswegen also ist immer eine Prüfanweisung dabei, ob jetzt auch wirklich eine Fehlermeldung kommt. Und gebe dann noch folgende Sachen ein. Und immer dann, wenn dem Tester beim Durchführen was auffällt, dann ist der Testfall natürlich nicht bestanden. Also das heißt, das könnte so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung sein für den Tester, damit er den Test durchführen kann. Und was er dann nach erfolgreichen Test machen kann, ist, ich sage ihm noch, naja, prüfe nochmal am Ende, und das sind jetzt wirklich Erfolgskriterien für den Test, ist jetzt wirklich die Personalberatung Petra in dieser Partnerliste drin, also wird sozusagen das Testergebnis auch an anderen Stellen richtig dargestellt. Und ich kann vielleicht noch zusätzlich die Plausibilität prüfen, dass die eine Bestätigungs-E-Mail erhalten hat. Also, wie gesagt, was Sie hier sehen, ist ein konkreter Testfall mit konkreten Testdaten. Das heißt, da können Sie wirklich jemanden von der Straße nehmen, der Ihnen das sozusagen abradelt quasi. Und das ist quasi ein Automatisierungsskript für den menschlichen Tester. Sie können sozusagen die Tester mehr involvieren, indem Sie vagere Daten vorgeben und indem Sie Datenvariationen erzwingen. Wichtiger letzter Punkt ist noch, damit wir den Testfall als solchen erkennen können, habe ich hier ein Label spendiert, Test Case. Details dazu kommen gleich nochmal zur Testdurchführung. Vielen Dank bis hierher.